Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeon Boss. Das Spiel ist ja hier auf meinem Kanal noch immer in einer Testphase, also ich bin auf euer Feedback angewiesen, wie ihr das Spiel so findet. Ich finde es bis jetzt richtig, richtig nice, also alles in die Kommentare, was ihr so von diesem Spiel haltet, ob ich es nochmal öfter bringen soll oder ob es sich bei der Testphase belassen soll und ich vielleicht ein anderes Spiel probieren soll. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, alle anderen Vorschläge und vergisst bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und ich würde sagen, wir starten hier gleich mal in einen Raubzug hinein. Und zwar in Kapitel 2. Und da gibt es jetzt ein paar Sachen zu machen. Zum Beispiel Ruinen des Feuers. Es gibt auch wieder hier 7 Dungeons. Und wir haben Kapitel 1 schon abgeschlossen. Wie viele Kapitel gibt es hier eigentlich? Und ich sehe schon, es gibt hier einiges an Kapiteln. Und man kann das Ganze dann auch nochmal in einem Challenge-Modus durchschalten. Und im Boss-Modus. Aber nochmal, jetzt spielen wir mal das Ganze normal durch. Denn, ich will hier nichts überstürzen, Leute. So, gepanzerte Helden haben zwar eine höhere Death-Wert, aber sie hassen Blitzattacken wie die Best. Okay, alles klar, wir fangen die gleich mal an. Wir haben ja letztes Mal eine neue Heldin dazu bekommen. Die haben wir gleich mal maxed out gemacht. Und ja, die kann auf der Heilen. Ist sehr, sehr nützlich manchmal. Denn momentan sind die gegnerischen Viecher hier schon ordentlich stark. Und wir müssen hier etwas aufpassen, wie wir jetzt das angreifen. Ja, da greifen wir hier an. Und ja, da auch hier. Und mit unserer Wasser-Ding greifen wir hier an. Oh, obwohl es ein Crit war, hatten wir nicht die Chance, den zu erledigen. Aber jetzt, easy Leute, easy. So, dieser Dungeon hat jetzt 4 Stages, manche Dungeons haben nur 3 Stages. Und ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja auch Dungeons mit noch mehr Stages als nur 4 hier. Das wird sich alles sehen. Wie gesagt, es ist jetzt das 4. Video von Dungeon Boss. Und das Spiel ist sehr, sehr umfangreich, wie ich hier sehen habe. Es gibt so viele Helden, es gibt sehr, 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 sehr viele Spielerlevel. Man kann später auch Gilden gründen und alles mögliche. Es gibt sehr, sehr viel und es gibt auch sehr, sehr viel Level. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was das maximale Spielerlevel in diesem Spiel ist und ob es PvP geben wird und alles drum und dran. Das gibt es also nicht. Deswegen mache ich hier beim Angezockt, wenn ich eines mache, ich immer ein paar mehr Folgen, damit ich auch weiß, wie das Spiel eigentlich so richtig abgeht und wie es so geht. Denn nur eines ist, ja, wird man nicht schlau. Und da habe ich falsch angegriffen. Aber ich habe hier mehr Schaden gemacht anscheinend. Okay, alles klar. Crit und da ist auch... Nein, er ist nicht weg. Boah, da muss ich noch einen Angriff vergeuden. Aber egal. Denn beim nächsten fange ich dann wieder an. So, wir sind jetzt beim Boss, Leute. Bossfight. Und ich vergesse hier immer, was kann ich hier oben machen. Ich will zurück hier ins Spiel. Natürlich wieder. Ich will mir nicht aufgeben, Leute. So, der sieht mächtig aus. So, das ist so ein gepanzerter Gegner. Aber wir... Nein, ich wollte hier... Ich wollte hier natürlich Mega-Dings angreifen. So, wow, der hat was mehr gesessen. Aber jetzt, komm, Scharfschütze. Scharfschütze-Schuss. Und boom, Leute. Boom, der hat gesessen. Und jetzt, wieso macht das minus 25% Schaden? Hey, komm, gib Gas. Yes, 72 Angriff. Und was macht das? Was? Er heilt sich. Wieso heilt sich er? Er hat kein Recht zum Heilen. Wow, auf sie mit Gebrüll. Nein, nicht alle. Oh, da bin ich ausgewichen. Jetzt wusste ich gar nicht, dass es geht zum Ausweichen. Aber ich glaube, wir gewinnen hier. Aber wir werden hier mal langsam einstellen. Denn ich werde hier mal heilen. Mit meiner Mate, die hier so herumschwebt. So ganz gechillt. Damit ich hier 3 Sterne natürlich bekomme. So. Ich glaube schon, dass es auf alle geht. Ja, ich dachte schon, ich habe auf sie geklickt und das war jetzt falsch. Ich meine, ich habe auf sie getippt, aber es war richtig. So, er heilt sich auch. Hör auf, dich zu heilen. Das mag ich nicht. Du hast kein Recht, dich zu heilen. Das darf nur meine machen. So, schaffst du es und jetzt hoffe. Boom. Das. Bam. Critical Hit. Und er ist weg. 250 Schaden und da hätten wir ihn auch schon erledigt. So gefährlich, wie er ausgesehen hat, war er dann gar nicht. Und wir bekommen hier einen Token für den Helden, Leute. Sehr, sehr nice. So, Schmetterstein ist auch schon maxed out. Wir haben alles maxed out, Leute. Wir sind die maxed out Crew hier. Nein, da machen wir jetzt keinen Hashtag. Wir machen jetzt keinen Hashtag. Aber falls du das Video bis hier gesehen hast, schreib mal 4 Minuten 8 in die Kommentare. Würde mich freuen. So, was haben wir jetzt zum Sehen? Menü gibt es nichts. Freunde haben wir auch keine. Nein, das wollte ich schon mal machen. Aber ich habe es nicht geschafft. So, wir werden hier gleich mal zum Portal gehen und mal hier was öffnen. Wir könnten hier auch ein heroisches Kommando machen. Seltener Held oder Marke garantiert. Wir könnten das machen, wir haben 400, aber ich glaube, wir warten da auf das Ehrenkommando. Einziger Held, wir brauchen da ja nur ein paar Juwelen, deswegen machen wir hier das hier. 10-mal, jo, was, schauen wir, was wir bekommen. Wir werden das im Schnelldurchlauf jetzt machen, Leute, da bekommt man ja nur ein paar Tränke und ein paar Marken von Helden. Man bekommt die Helden ja nicht direkt, aber ich möchte gerne mehr. Ich weiß nicht, wie viel kann ich in einem Team haben? Weiß das irgendwer von euch, wie viele Helden ich in einem Team haben kann?
Und ja, wieso spiele ich eigentlich hier Dungeon Boss? Ja, ich habe ja schon jetzt öfter in den letzten Videos gefragt, was ich sonst noch so Let's Playen könnte, beziehungsweise was ich sonst noch für Spiele auf diesem Kanal bringen könnte. Und ihr habt sehr, sehr oft Dungeon Boss geschrieben, deswegen, ja, habe ich das hier mal angezockt für euch. Und ich finde es eigentlich richtig nice. So, Raubzug. Wollen wir in den Raubzug gehen? Ja, wir wollen in den Raubzug gehen. Haben wir einen Helden freigeschaltet hier beim Öffnen? Nein, aber Lady Nimriel haben wir jetzt mal. Und da bekommen wir auch einiges an Marken. Wir haben schon sehr, sehr viele Marken und es gibt sehr, sehr viele Helden, Leute. Das finde ich recht nice. So, Raubzug, los geht's. Ja, ich finde es cool, dass es so viele... Ich mag umfangreiche Spiele, habe ich schon mal gesagt. Und wir gehen jetzt in die leere Hallen. Und da gibt es hier neue Heldenkarten zum Freischalten und wir nehmen hier natürlich wieder sowas mit, einen Heiltrank und los geht's. Ich bin gespannt, ob ich diese Helden auch in einem Stern mehr machen kann, denn da unten bei den Helden ist ja überall ein Stern, das sind alles ein Sternhelden, wie es aussieht und ich bin gespannt, ob ich die auch zu zwei Sternhelden irgendwann machen kann. Oh, ja, schießen wir die an. Boom, Scharfschuss, komm schon. Was sind eigentlich die gelben für Dinger, das weiß ich nicht. So, Critical Hit wäre jetzt cool gewesen. Nö, der geht natürlich, zum Glück geht er auf die Wassermaid. Ja, jetzt schalten wir mal hier unseren automatischen Kampf an. Nein, schalten wir nicht, denn ich möchte gerne hier diesen Angriff auswählen, um alle auf einmal anzugreifen. Und das sind ja auch Grüne. Das heißt, das macht mehr Schaden, aber es ist sich leider nicht ausgegangen. So, mit ihr werden wir mal ihn killen und dann geht's weiter. Leider konnte ich, wieso? Oh, schade. Egal, wir überleben das ja. Das ist noch alles easy. Ich bin gespannt, wann es wirklich so challenging wird hier im Dungeon. Wann es wirklich so die Zeit gekommen ist, wo man dann überlegen muss, was man so mitnimmt, mit was man den Gegner so macht. Einen Schatz. Was? Was war das jetzt? Was war das jetzt, Leute? Hä? Das war jetzt mal cool. Das war richtig nice. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. So, jetzt werden wir unseren Scharfschützenschuss einsetzen. Nein, heilen brauchen wir uns noch nicht. Wir haben noch nicht so viel hier, dass wir uns heilen müssen. So, da, Scharfschütze, Scharfschuss. Boom. Komm schon. Yes, critical hit. Es ist so befriedigend, Leute, wenn die Gegner einen critical hit anbekommen. Und hier kann man dann anscheinend sehen, was die Biester eigentlich noch so können. Was ist das hier? Muss ich draufbleiben? Oh. Das ist... Ey. Ihr seht schon, und da ist genau mein Finger darüber. Ich kann das jetzt gar nicht lesen, was da steht. Erhöhter Schaden gegen spottende Gegner und erhöhte Crit-Chance. Okay, ich hoffe, die erhöhte Crit-Chance gilt für meine Seite, aber ich glaube es nicht. So, boom, boom, boom. Ich bringe euch alle um. Du bist gemeint. Ja, geht drauf. Ja, komm. Da ist er weg. Super. Bam. Wir können bald mal wieder so eine 10er-Beschwörung machen. Machen wir aber nicht. Denn man braucht die Münzen sicher irgendwann für was anderes. Und dann bin ich sicher wütend, dass ich sie für diese Beschwörungen hier eingesetzt habe. Yes, Leute, man kann... Hä, wieso kann ich wieder Levels abmachen? Anscheinend können die Viecher, also die Helden, nicht Viecher, so ein hohes Level haben wie der Held, also wie der Spieler selbst. Und ich kann sie, oder noch mehr, denn ich glaube, ich kann sie jetzt, könnte sie jetzt noch aufleveln, wie es aussieht. Ja, wir probieren das einfach mit dem hier aus. So, dann geben wir ihnen... Oh, okay, jetzt haben wir wieder maxed out. Da holen wir uns auch was. Und für das brauchen wir immer mehr Gold. Alles klar, so. Das können wir auch gleich maxed out machen. Mit diesem schönen Zaubertrank. Die Techniken holen wir uns aus. Was? Was? Haben wir jetzt keinen? Doch, aktuelles Max Level. Na gut, auf geht's in den Raubzug. Heimstätte des Feuers, also war da irgendwas zum Abholen? Ich will meine Achievements abholen, was mache ich eigentlich für Missionen? Bezwinge 10 Dungeons, hey, das haben wir gleich. Also wir müssen diesen Dungeon bezwingen, Leute, dann haben wir die Achievements hier auch schon abgeholt. Und ich dachte schon letztens, ich habe einen Maxed Out Helden, sorry Leute, dafür. Ich wusste nicht, dass die Helden Levels nach Spieler Level gehen, denn eigentlich könnte man das auch so machen, dass man irgendwann so viel Gold braucht, dass man das mit dem Spieler Level gar nicht schaffen kann. Aber okay, ich habe das Spiel nicht entwickelt, deswegen ich bin auch irgendwie muss man sich ins Spiel einlesen, denn ich glaube schon, dass jetzt einige schreiben werden von euch, Danny, du bist so ein Noob, bin ich aber schon von Clash Royale von euch gewohnt. Ich habe nie gesagt, Leute, dass ich irgendwo der beste Spieler bin, aber egal, ich mache das alles hier nur zum Spaß, weil es mir ja einfach Spaß macht, mich mit euch hier zu vernetzen, hier selber etwas zu spielen und ja, meine Videos
Videos auf YouTube hochzuladen. Macht mir einfach riesengroßen Spaß. Ich hoffe, ihr merkt es auch, denn ja, ich habe viele von euch, die sich jedes Mal in den Kommentaren melden. Und es ist richtig, richtig nice, wenn man weiß, ja, auf den Menschen ist Verlass, er schätzt das, was du machst, er mag das, was du machst. Und er kommentiert einfach was und da kommentiere ich auch gerne zurück und ich schreibe auch gerne was. So, gefunden, ja. Also wenn ihr gerne mit mir schreiben wollt, unten in den Kommentaren findet ihr meine Links zu allen Social Media Seiten. So, für was das immer ist, weiß ich nicht. Denn diese Holzschatztruhen könnten sich das Spiel auch hier sparen. So, Bossfight, Leute. Jetzt geht's wieder. Ist es ein oder zwei? Alter, der Wahnsinnigen. Alter, der Wahnsinnige. So ist das. Nicht Alter, der Wahnsinnigen, sondern Alter, der Wahnsinnigen. Haha, haha. So, Scharfschuss geht schon mal raus hier an den ersten Critical Hit. Nice, nice, nice. So, immer schön einen mal wegbekommen, denn dann hat man weniger Schaden. Denn jetzt greifen ja beide an und wenn mal einer weg ist, was, der bekommt bloß, der absorbiert hier. Nein, das darfst du nicht so. Nein, er hat's überlebt. Verdammt. Komm schon, Hit. Yes, den ersten hätten wir dann schon mal besiegt. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten hier schauen und uns kümmern, dass der auch noch weggeht. Aber ich glaube, das sollte ja kein Problem sein. Hier im Kapitel 2. Aber ja, ich glaube, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, bevor das Spiel so richtig hart wird. Bevor es so richtig, richtig hart wird. Boom. Boom. Und Buff. Yes, also weg. Der gelbe und der dunkle hier. Und wir können uns jetzt unser Achievement abholen und natürlich hier eine Kiste. Einiges an Juwelen. Bei 500 können wir eine Kiste öffnen, dieses Mega-Ding. Und das können wir vielleicht nächstes Mal machen im nächsten Let's Play hier. Also im nächsten Video. Denn ein Video wird es, glaube ich, noch geben, bevor ich dann entscheiden werde, ob ich das Spiel öfter bringe. Natürlich nicht täglich, aber vielleicht jeden zweiten Tag abwechselnd mit einem anderen Spiel. Das könnte ich mir schon gut vorstellen hier mit Dungeon Bossen. Wir holen uns hier mal das in den Missionen ab. Nehmen wir an. Und jetzt müssen wir 20 Juwelen ausgeben. Aber das können wir auch dann im nächsten Mal machen. Denn wir haben jetzt 516. Und im nächsten Video werde ich dieses fette Teil hier öffnen. Dieses Mega-Portal hier. Das Ehrenkommando, Leute. Und jo, ich hoffe, da ist ein geiler Held drinnen. Und ja, hiermit möchte ich aber dieses Video wieder beenden. Danke auf alle Fälle bei dir fürs Zusehen. Falls es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Und falls du neu hier bist bei meinem Kanal, bei diesem Video, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, Leute. Ciao und bis dahin. Macht's gut. Haut rein.